Monaten war ich häufig bei Kunden im Norden. Die kürzeste Verbindung war, am Hauptbahnhof umzusteigen. Wenn der Zug keine Verspätung hatte, wartete ich 15 Minuten. Genug Zeit für einen Happen am Busstand. Meistens verging keine Minute und sie war da, als wäre sie von der wirbelnden Menschenmenge ausgespuckt worden. Barfuß hüpfte sie hin und her. Ihre Stimme kein Gesang, bloß Rap, wie heute. Jemand wurde in der Stadt aufgelöst. Wer könnte schon sagen, wer? Wer könnte sagen, wo? Die Stadt war zu groß, um jemanden zu finden in der Stadt. In der Hoffnung, in den Straßen könnte man herausfinden, wer jemand war. Weil man mit den heutigen Möglichkeiten nicht einfach sagen wollte, schaut, jemand wurde in der Stadt spurlos aufgelöst. Wie die Schlange homöopathisch zerkleinert, potenziell gemischt und verdünnt verschüttelt wird, bis sie nicht mehr nachweisbar ist, obwohl sie wirkt und man glauben kann und sagen muss, dass es die Schlange ist. Man entgegnete, wenn jemand in der Stadt aufgelöst wurde, dann war es sicher nicht die Schlange. Auch wenn man versucht hat zu behaupten, dass niemand in der Stadt aufgelöst wurde. Und damit auch eine Weile gut gefahren ist. Denn wenn niemand in der Stadt aufgelöst wurde, dann muss man ja niemanden in der Stadt suchen. Und man konnte seinen Geschäften nachgehen. Allerdings nur bis jemand, ein Verrückter oder ein Leichtsinniger oder ein Kind, gemutmaßt hat, dass es doch die Schlange war, die in der Stadt aufgelöst wurde und unauffindbar wurde und... Obwohl es gut gemeint war, denn es sollte bei den wenigen, die immer noch fürchteten, dass möglicherweise doch jemand in der Stadt aufgelöst wurde, für ein wenig Ruhe sorgen und Gutes tun, Gutes teilen, damit es sich vermehre. Obwohl es wirklich gut gemeint war, nicht gut ankam, denn nun vermutete man, etwas muss doch in der Stadt aufgelöst worden sein, denn sonst hätte man die Gewissheit ja nicht mehr, dass die Stadt da sei. Worauf einige die Schnauze voll hatten und sagten, dass eine mögliche Lösung darin liegen könnte, einfach zu vergessen, dass jemand in der Stadt aufgelöst wurde. Aber den Einwand nicht ignorieren, dass niemand wusste, wie man vergessen könnte.
Und wenn es jemals jemanden gab, der wusste wie, dann war immer noch unklar, wer er war, wo er war. Nicht, dass er auch noch in der Stadt aufgelöst wurde. Auch wenn manche darauf bestanden, dass es nicht darum gehen kann, wer Recht hat, sondern nur darum, ob jemand oder niemand in der Stadt aufgelöst wurde. Doch jemand schien unbedingt jetzt wissen zu wollen, wer behauptet hatte, dass jemand in der Stadt aufgelöst wurde. Waren sehr überrascht, dass sich niemand erinnern konnte, von wem die Behauptung stammte. Man hat es irgendwie vergessen. Wodurch sofort klar wurde, dass es keine Rolle mehr spielte, ob jemand in der Stadt aufgelöst wurde oder nicht. Denn siehe, man wäre doch in der Lage zu vergessen, wie man vergessen hatte, wer behauptet hatte, dass jemand in der Stadt aufgelöst wurde. Und die Ruhe der Stadt kehrte ein und die Stadt fror ein. Hassen Euro? Es wurde unser Spiel. Ich gebe kein Geld ohne Gegenleistung. Anfangs musste sie tanzen, später singen. Neuerdings will ich ihre Rap-Style-Geschichten. Sie sind scheiße, sagt sie. Ich erfinde sie gerade. Sie hat keine Zeit, die Geschichten aufzuschreiben. Sie kann auch nicht singen und auch nicht tanzen. Wahrscheinlich auch nicht schreiben. Sie leugnet, dass sie ein Junkie ist. Das sagt schon alles. Sie sagt, sie sei 17. Ich denke, sie ist höchstens 13, aber ihre Haut könnte auch 30 sein. Sie leugnet, dass sie eine Säuferin ist. Was sagt uns das? Außerdem...